Moin Leute, ja, jetzt müssen mal alle MMO- und RPG-Serverbesitzer aufpassen, denn ich habe das ultimative Plugin für euch. Und zwar könnt ihr es ja schon in der Überschrift lesen, und zwar heißt es MCMMO. Ja, was ist das eigentlich? Eine kurze Erklärung von mir. Also MCMMO ist praktisch ein Plugin, das Skills mit ins Spiel bringt, ja? Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass es so verschiedene Skill-Wege gibt. Also ich kann jetzt mal zwei nennen, beispielsweise einmal den Miner, also dass ihr da in der Mine rumgammelt und Sachen haut, dafür bekommt ihr dann XP-Punkte. Oder beispielsweise, wenn ihr jetzt Baum fällen skillen wollt, dann müsst ihr natürlich Baum fällen und so weiter. Und für jede Tätigkeit, die dort in dem Plugin enthalten ist, gibt es XP-Punkte, ja. Und wenn ihr genug XP-Punkte gesammelt habt, steigt ihr ein Level auf. In diesen Skill-Baum kann man sozusagen, ja. Also dann ist beispielsweise der Baumfäller auf Stufe 1, ja. Und das alleine macht das natürlich noch nicht aus, das Plugin. Weil einfach nur XP-Punkte sammeln, das bringt einem ja nichts. Sondern, dass jeder Skill-Tree, also beispielsweise jetzt der Baumfäller, besondere Fähigkeiten hat, ja. Und zwar kann jetzt der Baumfäller, wenn er, also die Chance erhöht sich dann jedes Mal bei jedem Level, beispielsweise gibt es dann, oder man hat die Chance, es ist am Anfang sehr gering, jetzt beispielsweise irgendwie 1%, dass wenn ihr einen Baumstamm kloppt und das droppt, dass da doppelte Beute kommt, also dass da beispielsweise zwei Baumstämme kommen. Und wenn ihr dann natürlich jetzt irgendwie auf Level 50 seid, ist die Chance natürlich jetzt vielleicht irgendwie 20%. Und deswegen ist es ja so toll, praktisch diesen Skill zu leveln, so kann man sagen, ja. Und es gibt natürlich noch mehr solche Sachen. Man kann die auch jedes Mal mal nachgucken und so weiter, wenn man da nicht so viel Ahnung hat. Und beispielsweise kann man auch, das ist so eine Art, ja, so eine Fähigkeit, die ihr mit der Axt habt. Denn könnt ihr die alle 200 Sekunden oder so waren das geht natürlich runter, je höher das Level ist. Deswegen habe ich ja schon gesagt, muss man höher leveln, also mehr XP-Punkte sammeln und. Ja, und diese Fähigkeit erlaubt es euch jetzt zum Beispiel, wenn ihr auf einen Baumstamm haut und den dann kaputt macht, dass in der Umgebung ein bisschen mehr, also von den Bäumen kaputt gemacht wird. Also beispielsweise, wenn ihr einen Baumstamm haut, gehen vielleicht fünf kaputt oder so in der Nähe. Ja, und dann bekommt ihr natürlich noch ein bisschen mehr Beute, ja. Und ja, ist eigentlich ein super Plugin. Und natürlich gibt es noch eine Menge andere Features, die ich natürlich jetzt auch nochmal kurz erklären werde. Es gibt so eine Art Gruppensystem. Das Plugin ist eigentlich, naja, das kann man nicht sagen. Auf jeden Fall können die Server es nutzen, die PvP anhaben und Monster anhaben, weil dann wirkt dieses Plugin am besten und man kann damit am meisten machen, weil es gibt halt so eine Gruppen, das könnte man auch als Gilden ansehen. Ihr könnt halt beliebig viele aufbauen praktisch, also ihr könnt jetzt eine createn, ja, also jetzt beispielsweise irgendwie bucket.de heißt die Gruppe, die Gilde, und jetzt könnt ihr da andere hinzufügen, dann können die akzeptieren und dann sind die in der Gruppe. So, und das Tolle daran ist, nämlich wenn PvP und Monster an sind, dann könnt ihr euch, wenn ihr in der Gilde zusammen seid, also in der Gruppe, könnt ihr euch gegenseitig nicht mehr angreifen, ja, und ihr könnt praktisch zusammen XP sammeln oder sowas. Auf jeden Fall geht es nicht, wenn jetzt beispielsweise ich jetzt irgendwie einen Baum abfäll und ein anderer Typ in meiner Gruppe ist auch. Also er bekommt ja keine XP, weil ich da was abgefällt habe. So ist das nicht. Aber natürlich ist es dann gemeinsam irgendwie ja, viel Spaß oder so. Auf jeden Fall gibt es auch noch so, dass man Schwerter im PvP-Schlachten oder so, da kriegt man auch noch XP, wenn man Monster klatscht da. Und alles gibt XP-Punkte und alles bringt euch natürlich mehr, je mehr Level ihr habt. Also am besten zeige ich euch das nachher nochmal in-game und ich denke mal, das wird auch ein Zweiteiler. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Installation. So, wir haben hier einen RAR-Ordner, den ihr einfach runterladen könnt oder ihr geht hier auf die Seite. Das ist die von bucket.org hier, die Hauptseite von MCMMO. Da könnt ihr einfach auf Download gehen und dann habt ihr es. Ja, auf der
Seite gibt es dann noch natürlich die ganzen Standardinformationen, die ganzen, na, was ist jetzt hier? Permissions, ne? Und hier steht auch alles hier nochmal, wo ist es genau? Skill-Info, genau, hier Mining, was man da genau macht, Woodcutting, ja, und da kann man natürlich alles nochmal nachlesen. Und jetzt auch das Party-System, ne, wie ich ja erzählt habe, dieses Gruppensystem, was man auch als Gilden anerkennen könnte, ja, und die ganzen Kommandos, also könnt ihr ja mal durchgucken hier. So, dann, wenn ihr es runtergeladen habt oder von mir halt von Megaupload, öffnet ihr das einfach mal und ihr bekommt eine JAR-Datei. Das kann jetzt mal einen kleinen Moment dauern. Ja, auf jeden Fall ist diese JAR-Datei enthalten und die packt ihr einfach in euren Plugin-Ordner. So. Ach, jetzt geht's auf einmal los. Ja. Okay. Jetzt einfach starten und abwarten, was passiert. Jetzt muss wieder der blöde Spawn. Ja, auf jeden Fall ist dieses Plugin ja für alle RPG-Server zum einen wichtig, weil es hat einen weiten Spielinhalt. Also, dann wird es halt nicht langweilig, weil ihr halt, ich weiß jetzt ja nicht, wie viele Level es gibt, aber es gibt bestimmt hunderte. Das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall werden eure ganzen Fähigkeiten besser und so weiter. Und das spornt natürlich an, dafür eine Sache zu skillen und so weiter. Und ja. So, jetzt hau mal rein, Konsole, denn wir wollen heute nochmal fertig werden. So, als nächstes würden wir uns dann gleich um die Permissions kümmern. Das ist natürlich auch, je nachdem, ob ihr jetzt irgendwie wollt, dass andere Leute beispielsweise jetzt irgendwelche Bilder, also die in der Bilderbaugruppe sind, jetzt eine Party öffnen, also eine Gildegruppe. Und könnt ihr es natürlich nach Belieben machen, weil ich kann ja schlecht sagen, ihr müsst das und das und das drin haben, aber dann sagt ihr später in-game, hört das Dollar gar nicht machen. Also erkläre ich kurz, was für was ist und welche Kombination das gibt da und was empfehlenswert ist, ja. Also ich packe auch immer nur das rein an den Permissions, was wirklich sinnvoll ist, ja. So, jetzt hat er das mal endlich fertig geladen und wir sehen auch schon MMC. MCMMO. Bla 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 ist enabled. So, stoppen wir mal das Ganze und gucken uns mal an, was in dem Ordner los ist. Und hier sind ein paar Dateien. Diese Dateien sind eigentlich nur dazu da, die speichern euren Skillstand. Wenn ihr jetzt seid, irgendwie jetzt hier, waren wir jetzt, Mining oder so, ja, dann werden halt die ganzen Sachen von euch da drin gespeichert, also sind diese eher egal. Da gibt es hier aber eine, ja, Properties-Datei von MCMMO, die können wir jetzt auch mal öffnen hier. Und zu sehen ist diese Liste hier, das ist ein bisschen, ja, unübersichtlich kann man nicht sagen, aber ein bisschen komisch geordnet, ja. Aber hier kann man dann nochmal durchgucken, ja, das. Mir fehlt leider jetzt die Zeit, weil ich in-game noch richtig viel zeigen muss. Und deswegen kann man hier schnell mal durchgucken, ja. Das ist alles ganz einfach erklärt, ja. Und mit ein bisschen gucken jetzt hier, ihr müsst ja nicht immer alles nachmachen hier. Also, ihr müsst euch ja nicht mal alles zeigen, weil ihr könnt es ja selber, ja. Ihr seid ja nicht doof, sondern könnt auch lesen hier. Ihr könnt ja auch ein bisschen Englisch. Und das Ganze schließlich praktisch schon von selber hier jetzt, ja. Und hier sind halt alle Sachen, die man einstellen könnte. Okay. Schließen wir das mal und kommen gleich zu den Permissions. Dazu gehen wir einmal in den Group Manager von Essentials und gehen mal in, was kann's denn hier? World ein und in die Groups. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Auf jeden Fall müssen die ganzen Leute die ganzen Comments können. Aber das ist ein bisschen schwierig. Am besten fangen wir mal von oben an. Ja, nein, Quatsch, Jungs und Mädels. Ich habe natürlich
ich bin ja nun mal Bucket.de, mich vorbereitet und habe da so eine kleine TXT-Datei erstellt und habe da alle wichtigen, oder eher gesagt, das sind fast alle Permissions aufgeschrieben und für euch mal sortiert. Ja, und zwar fangen wir jetzt erstmal an mit den nicht unbedingt notwendigen. Ja, und zwar haben wir hier diesen Art Party-Chat-Gilden-Chat. Also, da gibt es ja noch so eine Art Chat-Funktion, da wo nur Leute, die in der Gruppe sind, zusammen chatten können. Was natürlich auch vom Vorteil ist, sie können sich, wenn ihr wollt, teleportieren. Sie können die Party nutzen. Sie können gucken, wo jeder ist. Sie können auch verschiedene Spawnpunkte für sich selber setzen. Aber wenn man zum Spawnpunkt hin teleportiert wird, praktisch, also wenn ihr jetzt irgendwie MMO Spawn oder so eingibt, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall würdet ihr dann alle Items und so weiter verlieren. Ja, kommt drauf an, wie man das nutzen will. Auf jeden Fall, falls ihr es wollt. Set my spawn ist natürlich auch klar, hängt im Zusammenhang mit dem hier. Und set my spawn other. Da kann man nachgucken, welcher Spawn jetzt beispielsweise mein Freund hat, ja. Also könnt ihr, wenn ihr wollt, ausprobieren, ja, ob ihr jetzt hier irgendwie davon eins haben wollt. Also ich werde auf jeden Fall Party nehmen. Das hier auch. Voice ist okay. Das mit dem Spawn finde ich ein bisschen blöde, deswegen lasse ich das. Und füge jetzt einfach mal in meine Liste hier. Ich bin immer so. Das hier. Und meine Bilder. So, ist jetzt rot, nochmal für alle. Denn es kommen natürlich viele, die fragen, wenn es rot ist. Drückt hier einmal zurück. Also dieses Art, nicht dieses Entfernen, sondern mir fällt jetzt die Taste nicht ein. Auf jeden Fall einmal löschen. Ja, und damit leert hast du wieder nach vorne. Dann ist dieses Rote weg. So. Nochmal Party hier. So. Voice wollte ich auch noch mit drin haben. Und das war's. So, jetzt haben wir noch die wichtigen Permissions. Und zwar sind es die ganzen Permissions für die ganzen Skills. Also wenn ihr jetzt wollt, dass ihr Woodcutting, also Baumfällen nutzen wollt, dann müsst ihr es natürlich reintun, ja? Das ist natürlich ganz logisch. So. Und die Liste ist natürlich auch noch zum Download da. So, die Skills sind natürlich auch alle wichtig. Wenn ihr jetzt wollt, dass ihr irgendwie diesen Baumfäller-Skill nicht drin haben wollt, dann könnt ihr es ja weglassen. Aber ich möchte, dass meine User ja, alles an Skills verwenden können. Weil das ist ja der Hauptsinn des Plugins, ja. So. Und ich denke mal, alle anderen Befehle und so weiter können die dann problemlos machen, weil es gibt keine anderen Permissions dafür. Ja. Und soweit ist es fertig. Wenn ihr jetzt wollt, dass VIP das genau nochmal so können, oder jetzt, dass sie vielleicht einen Spawn oder so mitmachen können, könnt ihr es ja selber einstellen, ja. Und ich füge jetzt da das nochmal ein. Bei den Moderatoren auch nochmal. So. Ganz einfach. Ihr kennt die Essentials, ja. Ganz einfach. So. Und Admin braucht es ja nicht. So. Soweit zu den Plugins. Ja. Jetzt im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Ingame-Zeigen. Und erkläre euch mal so die ganzen Sachen, ja. Wie man alles benutzen kann und alles, ja. Also dann bis im nächsten Part. Bis gleich.